Willkommen auf der Sonneninsel im Dorf der Eichhörnchen. Die Königin im Dorf erzählt am Lagerfeuer den Bewohnern eine Geschichte. Didi, der die Sonne traf. Ob groß und klein, ob dick und dünn, ob jung und alt, hier leben alle glücklich und zufrieden zusammen. Auch Didi, der Starke. Das mag sein, dass er klein und zierlich ist, aber er ist genauso schlau wie alle anderen im Dorf. Wie es dazu kam, erzähle ich euch. Didi ist im Dorf der Kleinste und ist damit sehr unglücklich. Eines Tages ist er wieder allein im Wald spazieren und denkt über sich nach. Didi sitzt am Wegesrand und weint und weint. Plötzlich geht die Sonne auf und wird ganz hell. Dann sprach eine Stimme. Mach dir keine Gedanken, warum du so klein bist. Das ist allen egal. Du bist einmalig. Ich gebe dir jetzt mit meinem Strahl voller Wärme, viel Kraft und Liebe. Didi steht auf, wischt sich die Tränen weg, bedankt sich bei der Sonne und geht wieder nach Hause. Dort erwarten ihn seine Freunde und die staunen nicht schlecht. Didi strahlt vor Freude. Oh, wie schön! Da bist du ja. Wir haben dich überall gesucht. Didi ist wieder im Dorf zurück. Nun vergingen die Jahre und eines Tages war es soweit. Didi ist erwachsen geworden und will raus in die weite Welt. Das Verabschieden von den Bewohnern und Freunden fällt Didi und allen schwer. Ich werde dich vermissen, sagte Eichi, sein bester Freund. Danke für eure Hilfe und Unterstützung. Ich werde euch alle vermissen. Für mich seid ihr das Dorf was ganz Besonderes. Er drückte seinen Freund und zog hinaus in die Welt. Das Lagerfeuer war aus. Die Bewohner freuten sich über die Geschichte und jubelten kurz für Didi, der nicht da ist, weil er die Welt entdeckte. Justin, Heidi, Leon, Jimmy, Nina, Nadja, Marklin, Emilia, Milena, Jasmin, Celine, Elisa, Lea Marie, Janis, Maximilian, Martin,